kann es jetzt weitergehen. Und das ist die Mütze, die wir brauchen. Der Hut und der Fisch. Kriegt er den? Nee, gar nichts. Okay, die nehmen wir noch mit. Aber hier hat es eine Truhe sich hinten. Da gibt es bestimmt neue Geschenke. Zwei sogar. Ah, ausgezeichnet. Zwei weitere Kisten. Gibt es dann hier sonst noch irgendwo welche versteckt? Ja, Kisten, sage ich immer. Geschenke. Also in den Kisten sind Geschenke, so muss man das sagen. Hier sind auch nochmal weitere Geschenke, zwei Stück. Jetzt fehlen nur noch sechs Stück. Das ist natürlich schön. Das sollten wir auch noch zusammenbekommen. Und was willst du jetzt von mir? Was soll ich jetzt hier machen? Was mache ich mit der Mütze? Mit der Mütze? Wie? So nicht. Fail. Cool. Und jetzt? Ach, da hättest du ein Boot gehabt. Das nicht weiterkommt. Ja, toll. Tja. Jetzt muss ich mir die Mütze neu holen, oder was? Geht das überhaupt? Kann ich das überhaupt machen? Ich hoffe, hey. Nicht, dass ich die Welt neu starten muss. Was bringt dich hierher? Ja. Ja, komm, gibt's da nochmal? Ja, das ist nochmal der gleiche Dialog. Gut, okay. Ah, ich krieg's da nochmal, ja. Und wo ist das Floß? Na, komm schon. Schneller Propeller. Hier kann ich nicht fliegen, ja? Hier kann ich nicht fliegen. Ja, und wir bewegen uns um den Strudel herum. Wird er uns in die Tiefe reißen? Oh nein, bitte nicht. Don't do that, please. Ich will doch auf die andere Seite. Genau, hier ist besser. Und rüberspringen. Juhu! So, wir sind am Aufzug angekommen. Ich sehe hier wieder eine Truhe mit einem Geschenk. Ja, somit fehlen noch fünf. Was ist hier? Spaß mit Kisten. Okay, dir fehlt nur noch einer. Okay. Morky Sun fehlt nur noch ein einziges Geschenk. Hab ich. Was? Hab ich noch eine. Okay. Ist hier noch was versteckt? Nicht, dass wir was übersehen. Nee, okay. Die Winde an sich gibt es da noch. Der Windmechanismus. Und wo sind wir jetzt? Sesam, öffne dich. Hä? Sicher. Achso, ja, der will ja einfach dann. Wir müssen jetzt die Mütze ihm bringen, oder was? Okay. Dachte, da kommt jetzt noch irgendein Obby mehr oder so. Bis. Dachte, es ist. More challenging, ein bisschen herausfordernder hätte ich jetzt gedacht, hier um die Heil rauszubringen. Aber der hat immer noch an die falschen Stelle, weil ich die der wegmachen habe, wo die Zentrum wo die Mütze wollte. Hab ich den der davon weggemacht. Und da hat der davon Mütze gemacht. Sag ich das Tipp. Ich verstehe nicht, was du meinst. Der Typi, ja. Bei dem man es abgeben muss. Ja. Ja. Und jetzt ist er näher an einer anderen Stelle, wo er vergeben war. Ist der jetzt nicht mal an der gleichen Stelle? Ja. Ist das so? Ja. Schauen wir mal, wo ist er denn? Hä? Hä, da steht er immer noch, ich soll den Hut finden. Ja. Ist der Richtige?
Ja, aber du musst doch noch was anderes machen. Muss ich das dem wiederbringen? Bist du dir ganz sicher? Ja. Also mich irritiert das, weil der Stern jetzt immer noch da ist, als würde ich dort was machen müssen. Und nicht hier irgendwo, ja. Keine Ahnung, wo ist der jetzt? Wenn du sagst, der ist nicht mehr hier, oder was? Also schon an der Stelle, okay, doch. Da, wo er vorhin. So, ja, deshalb sage ich ja, der Stern ist jetzt eigentlich da oben. Ja, deshalb war ich jetzt auch gerade ein bisschen irritiert. Okay, ja. Jetzt haben wir ihm das letzte Puzzleteil gebracht und er liest die Pläne durch. Unser Mr. Archaeologistic Man. Mr. Archaeology Guy. Und was findest du raus? Da hat er was gefunden. Genau da, bei seinen dicken Patschern. Und wir haben ihm die Mütze oder den Helm mitgebracht. Den Hut. Tada. Und er hat es auf das Artefakt gesetzt. Und ein Strahl öffnet sich. Und hat die Tür geöffnet. Und wir haben die Supermaske freigeschaltet. Abgefahren. Abgefahren. Und damit haben wir den Ancient Hut. Ja. Und können hier durch. Ja, heißt er. Ich meine schon, dass er Ancient Hut heißt. Ja, erzähl mal, wie geht denn das? Aber dafür muss ich erst auch das Dings anziehen, gell? Gerade die Mütze, die ich bekommen habe. Den Helm. Ancient Armor. Ich hab den Helm gar nicht. Ich meine, dieser andere Helm. Da habe ich jetzt irgendwie Rüstung dafür gekriegt. Wahrscheinlich gerade wegen der Anzahl der Pakete? Geschenke. Ich sag jedes Mal Pakete. Geschenke natürlich. Mensch. Aber Oberteil gibt's nix, ne? Aber die Füße. Andere Hose. Okay, jetzt erzähl mal, wie geht es? Okay, also das ist dann der Morgen. Mit zwei, genau, dann aktivieren wir den Helm. Da benutzt der Helm seine Fähigkeit. Okay. Da ist Mittag, ha? Okay, dann ist das wohl ein ganzer Tageszyklus. Ah. Hätte man auch selber drauf kommen können. Ich jetzt so. So naheliegend. Und ich habe da was anderes interpretiert hier in der Mitte. Dass man vielleicht die Scheiben drehen muss oder so, um die auszurichten. Warum was? Warum zweimal? Wie zweimal? Müsstest du das nochmal oder was? Sicher. Also, morgen. Mittag, oder? Ich habe die Reihenfolge vertauscht. Natürlich von morgen und Abend oder was? Das eine, welches ist ein Morgen und welches ist Abend? Ich würde sagen, das ist morgen. Und das hier ist Abend, oder? Ah, falsch rum. Ist eigentlich falsch rum, glaube ich, gell? Das, ich sehe schon. Ist verkackt jetzt. Das war jetzt falsch. Ach, doch, so rum war es richtig rum. Ah. Also, das ist der Morgen. Als erstes müssen wir das nehmen. Dann das als zweites. Das ist der Mittag. Dann das hier ist die Abenddämmerung, also Sonnenuntergang. Und das hier ist die Nacht. Okay. Und weiter geht's. Ab durch die Spinnennester. Und Spinnenweben. Schmakofatius. Und wo sind wir denn hier jetzt angekommen? Hier ist ja der nächste. Trial 2. Test 2. Ah. Das ist dieses Rätsel, wo du diese unsichtbaren Weg machen musst.
Okay, als mein Assistent solltest du zuerst gehen, sagt er zu mir. Das ist ja sehr nett, dass du mich vorlässt. Also ich finde das schon cool. Und wir haben noch ein weiteres Teil für unseren Asians Armor Collection bekommen. Jetzt haben wir nämlich das Oberteil noch, das uns gefehlt hatte. Hattest du schon? Okay, und jetzt müssen wir diese Dinger wieder anschießen. Ha? Da sehe ich jetzt nichts. Dann war es der hier, oder was? Genau, jetzt sehen wir, dass sich hier was rausbildet. Ja, und dem müssen wir folgen. Ihr könnt ja dann wieder einfach auf diesen Obelisk schießen, um sich das anzeigen zu lassen. Na, da bin ich, glaube ich, ein bisschen daneben gewesen. Das hast du ja schon, gell? Und die Brücke sehe ich wieder. Ja. Oberteil hast du jetzt auch. Ja, cool. Genau, hier müssen wir jetzt lang. Oh, das sieht man sehr schlecht. Ne? Es gibt noch einen anderen Hut, ich glaube, es gibt noch einen Anglerhut oder sowas. Was vom Angeln gibt es auf jeden Fall noch als Erfolg. Habe ich gesehen gehabt. Oder auch Klamotten. Ist eigentlich sogar auch ein Fahrzeug, das man in der Verbindung freischaltet beim Angeln. So, jetzt haben wir es gleich, oder? Letzter Bereich jetzt noch. Oh, das sieht jetzt knapp aus. So, dann haben wir es gleich geschafft. Sind wir gleich drüben. Juhu! Das war schon ein bisschen Nervenkitzel. Haben wir hier noch irgendwelche Truhen? Nein. Und wieder durch die Spinnweben. Fuigato. Ich weiß, aber das macht es weniger eklig. Wenn ich mich voll durchhechte. Naja, nicht wirklich. Und dieser Raum ist mit antiker Energie gefüllt. Oh mein Gott. Tut das weh? Und jetzt haben wir ein weiteres Geschenk. Ja, dann hast du wohl irgendwelche Geschenke übersehen, würde ich mal behaupten. Blöd, ich weiß nicht, wie viele Geschenke du hast. Ja, blöd, dann muss ich mit Mauki-san mal zusammen noch ein paar Geschenke suchen. Man hat es dann auch bei diversen Patches, die letzten waren dann wieder nicht vorhanden und die musst du dann wieder suchen, aber wir haben sie nicht mehr gefunden. Das ist immer ein bisschen frustrierend. Und was müssen wir jetzt hier machen? Ach so. Ich glaube, da müssen wir uns hier draufstellen, gell? Und ab geht die Reise. Jetzt müssen wir gucken, wo haben wir hier einen auf der Höhe. Der versteckt sich hier. Und müssen auf die nächste Plattform. Und wir müssen uns auch beeilen, weil die Plattformen gehen auch wieder runter, wenn wir nicht schnell genug sind. Na? Na, na. Ah, jetzt geht's schon gleich runter. So, wo müssen wir hin? Na, versteck dich nicht, bitte. No, verstecken. So, jetzt. Und oh, gerade so noch. Das war jetzt knapp. Der versteckt sich wieder hier, der Punkt. Und wir können rüberspringen zur nächsten Plattform. Juhu. Hier sehe ich nichts mehr versteckt. Ich sehe auch keine Truhen jetzt hier, wobei ja schon mal vielleicht gucken sollte, ob es da nicht irgendwo. Welche Versteck gibt? Das wäre ja so voll der Ort, oder? Dass hier irgendwelche Truhen sind. Aber jetzt so nichts gesehen, oberflächlich. Und wir sind im nächsten Raum angekommen. Was ist das für ein Ding? Ja, ich wollte sehen, nur ob ich irgendwo.
Und wir haben ja das Hoverboard. Ja, geilo. Was machen wir damit? Kann ich das zum Putzen nehmen? Master the Ancient... The Master the Ancient Board, genau. Also meistere das antike Board oder beherrsche es, ja, sagen wir so. Okay, dann geht's mal ab. Hoverboard Race. Benutze das antike Hoverboard, um die Prüfungen zu verlassen. Und ab geht's. Wuhu, das ist ja cool. Das kann ich dann auch in der Stadt benutzen, oder was? Das ist ja mal geil, oh ey. Ja, ist das so? Cool. Also ihr könnt mit links und rechts könnt ihr hin und her straven, aber es macht auch was aus, wie ihr die Maus dreht. Lauter labern. Ich hatte vorhin Maukisan geholfen, da ging es einfacher. Da habe ich nicht so gepatzt. So, ihr müsst auch ein bisschen euch gleich mitdrehen. Hier jetzt, die ist unten noch. Ja. Jetzt wird es bei mir ein bisschen knapp schon, glaube ich, mit der Zeit, da ich jetzt schon ein, zwei Mal irgendwo dagegen gebockelt bin. Und ein Roundabout hat mir hier. U-Turn sozusagen. Nein. Schaffen wir es noch. Go. Ab geht der Wobbly. Ja, so ist das doch cool. Schade, dass wir nicht selber schanzen können. Boah, das war jetzt knapp. Ich wollte gerade schon Richtungswechsel machen. Hier. Reicht uns das noch oder nicht? Boah, wie knapp. Ihr habt gesehen, das war jetzt echt knapp. Und rüber. Und eine kleine Schanzpartie. Und da sehe ich schon das Ende. Und wir sind noch gut in der Zeit. 49 Sekunden. Ah ne, noch nicht ganz. Aber wir sind schon. Das ist schon Richtung Zielgerade. Ja. Genau da ist es jetzt nämlich. So. Und wir haben es geschafft. Wir sind am Ziel. Und müssen uns wieder durch eklige Spinnweben kämpfen. Bläh. Und was haben wir da? Du hast dich würdig erwiesen. Unsere Technologie soll dir als Belohnung dienen. Oder du sollst mit unserer Technologie belohnt werden. Cool. Das hat ja nicht mal was gekostet. Yay, und somit haben wir hier das Hoverboard, gell? Morgi, das ist ja cool, hey. Wuhu! Und da kommt noch ein Geheimgang. Ah, da kann man da immer wieder hin und das Rennen auch machen, gell? Oder wie war das? Okay, dann schauen wir doch mal. Das war intensiv. Oder aufregend, ja. Aufregend war das. Diese antiken Wobblies waren sicher ein cleverer Haufen. Ich wundere mich oder ich frage mich, für was diese Prüfungen genutzt worden sind. Wie auch immer. Ich werde bleiben und die Übungen studieren. Oder die Herausforderungen, ja. Also es gibt noch eine andere Herausforderung in der Tür nebenan, welche jetzt offen ist. Ich denke, es gibt noch einen anderen Weg runter zum Hoverboard-Rennen. Ich markiere es dir auf der Karte. Dank dir für deine Hilfe! Und wir haben auch Steve Achievement Trivializing the Trials. Ja, geil! Also, Hoverboard mitgenommen und Steam-Erfolg, das lohnt sich. Falls euch das Video soweit gefallen hat, dann lasst doch auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und auch gerne einen Kommentar. Komm ich nicht durch. Und ich helfe mal
Lucky Sun. Jetzt muss ich wieder den ganzen Raum machen. Oh, das ist aber ungünstig.